Buenos Dias aus Spanien. Wir gehen heute auf das erste Auswärtsspiel in La Liga vom FC Barcelona gegen Real Sociedad. Bevor wir in den Norden Spaniens fahren, habe ich noch ein paar Tage hier mitten in Madrid verbracht. Ja, ich weiß, Leute, es ist die Stadt des Erzrivalen, aber ich muss sagen, es ist hier wirklich sehr, sehr schön. Wir laufen jetzt hier die Gran Vía entlang. Die Straße, wo sich auch unter anderem das Hotel von Cristiano Ronaldo befindet, kennt man aus meinen früheren Vlogs. Kommentiert sehr gerne, was glaubt ihr, wer wird von den dreien die spanische Meisterschaft holen? Hier ist auch noch ein Atletico-Fanshop. Ja, Barca steht gehörig unter Druck. Im ersten Spiel komplett gechoked vor heimischem Publikum. Ein torloses Remis gegen Rayo Vallecano. Also da muss heute deutlich mehr kommen. Und gestern ist etwas sehr Überraschendes passiert. Und zwar, Casemiro ist zu Manchester United gewechselt. Was haltet ihr davon, Freunde? Ja, über Ober und Memphis gibt es auch noch viele Gerüchte. Barca muss noch Spiele abgeben, um Koundé registrieren zu können. Mal sehen, ob sie es noch rechtzeitig zum Spiel schaffen. Hier ist übrigens der Platz von Spanien, Plaza de España. Das ist auch sehr typisch für hier, eine Taperia. Diese Seitengassen haben auch so viel Charme in Spanien. Da bekommt man glatt Lust, sich hier hinzupflanzen, etwas zu frühstücken. Ja, tolles Wetter auch. Jetzt zeige ich euch mein Hotel. Das ist nämlich das coolste, in dem ich bisher war in dieser Stadt. Das heißt, The Madrid Edition ist natürlich unbezahlte Werbung, aber ich finde es einfach nur genial. Guckt euch mal diesen Eingang alleine an. Hola, buenos días. Mit dieser riesigen Wendeltreppe. Ui. Ich bin so hyped, Freunde, aufs Spiel, wie ist der Wasser? Hola, was geht ab? Allein dieser Stuhl auch. Guck mal, wie so Stöckelschuhe da unten, alles aus Gold. Der beste Bereich ist aber ganz oben, der Pool. Heute wird Robert treffen, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Mir wurde gesagt, das ist der größte Rooftop-Pool in Madrid. Hier konnte man schön die Seele baumeln lassen, sich sonnen. Mega cool. Auch da vorne wird dann immer für reichlich Abkühlung gesorgt. Aber auch abends sieht es hier einfach nur sehr, sehr nice aus. Statements müssen auch hier gesetzt werden mit der Messi-Badehose. Ja, auch wenn wir hier in Madrid sind. Die haben diese Lounges hier sehr cool designt und was mir am besten gefällt, dass es hier einfach so grün ist oben mit den ganzen Blumen und Pflanzen. Jetzt seht ihr noch das Becken, wo ich schön die Bahn geschwommen bin letzte Tage. Man kann sich ja auch in solche Betten legen, wenn man eher im Schatten sein möchte oder dann eben auf die Liegen. Oh, es ist kalt, aber trotzdem fresh, angenehm. Und auch das Restaurant ist hier mega geil, als ob man irgendwie in einem botanischen Garten oder so ist. Ich wollte gerade sagen, ist auch besser so, dass der Laden geschlossen ist. Und genau jetzt machen sie ihn auf. Ach komm, könnt ihr zulassen eigentlich. Krass sieht das bitte aus, wenn die da etwas schweißen. Vor ein paar Tagen habe ich so viele Sachen in diesem Laden gekauft, den muss ich euch unbedingt zeigen. Die haben eine Lizenz für Retro-Fußballsachen, aber alles in so einem Streetwear-Look. Das zum Beispiel habe ich mir gekauft, das sieht aus wie so ein Hemd von Santos, der Jugendclub von Neymar oder auch Pelé. Auf dem Etikett sind auch noch Bilder von ihm. Das habe ich mir auch geholt von Barca, wie so eine Kapitänsbinde an der Seite. Brasilien auch Hammer oder Argentinien. Dieser Sweater hat mir auch so gut gefallen. Die haben das echt cool gemacht in diesem Oldschool-Look, als wenn ich auch die Auswärtsmannschaft 2-0 führen würde. Oder diese riesige Lederschuh. Nummer uno, dos, tres und cuatro. Ich muss euch unbedingt die Dusche zeigen in dem Hotelzimmer. Hier so ein riesiger Spiegel, links Toilette. Okay, jetzt nicht so spannend, aber diese Dusche, die habe ich ja sowas von enjoyed. Gönnt euch mal, wie riesig das ist. Das geht hier komplett um die Ecke. Boah, jetzt gehen wir aber etwas essen. Und ich habe das beste Restaurant dafür ausgesucht, und zwar im La Liga 29. Man kommt hier rein und erstmal sind alle Trikots von allen La Liga-Mannschaften abgebildet. Dann kann man hier essen, Freunde, sind auch so verschiedene Bälle und Schuhe an den Seiten. Ist halt die perfekte Sportsbar, hier werden abends bestimmt auch die Spiele übertragen. It's not football, it's La Liga. Auch hier oben bei der Bar sind die ganzen Vereinswappen abgebildet. PlayStation kann man hier auch noch zocken. Cool. Lol, die Essecken haben hier solche Ersatzbankstühle wie bei den Trainerbänken. Auf der Karte ist auch das Santiago Bernabeu drauf. Ich bin hier mit meiner Freundin zusammen. Wir haben uns jetzt hier Rippchen bestellt. Was ist das? Ja, das ist doch für mich. Ja, das schaffst du doch nicht alleine. Also 7,5 von 10. Aber solide. Okay. Meine Freundin und ich lassen uns jetzt noch den Abend hier ausklingen. Die Bar sieht hier so schön aus. Hier ist überall so eine richtig nice Chill-Area mit voll vielen Kerzenlichtern. Und die Bar sieht einfach auch traumhaft aus. Da hinten ist die Rezeption, Freunde, alles auch in so einem Holzstil. Und hier kann man auch noch Billard zocken, Digga, richtig geil. Und passt mal auf, wie geil auch der Seiteneingang aussieht. Als ich das gesehen habe, ich dachte einfach, das ist irgendwie so ein Theatereingang. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt 500 Kilometer in den Norden fahren. Vamos!
So, Leute, kleine Pipi-Pause. Und man merkt direkt vom Klima einen Unterschied. Hier riecht so langsam nach Meer. Wir fahren ja auch Richtung Küste. Und ja, alles ist hier auch viel, viel grüner, weil es hier viel öfter regnet im Norden. 5 Kilometer noch, dann sind wir im Hotel angekommen. Guckt euch das an. Was ist hier für eine Natur, Alter? Gönnt euch mal, wie wunderschön der Himmel aussieht. Und hier sind einfach Ponys. Hey! Kleine! Wen haben wir denn hier entdeckt? Er kaut so genüsslich sein Gras gerade. Ja, Digga, schmeckt's. Wenn ihr wüsstet, was das hier für eine Route ist, wir fahren durchs Niemandsland. Nach fast 6 Stunden sind wir angekommen. Das ist unser Hotel. Ja, einfach mitten in der Natur. Da vorne noch Pferde. Der Kranke. Wow, der ganze weite Weg hat sich definitiv gelohnt. Gönnt euch mal bitte diesen geilen Raum. Dort hinten ist schon eine riesige, runde Wanne. Genau in dem Moment, wo ich Bettsprung mache, freeze das Handy. Egal, nochmal. Jetzt ist schon zu dunkel, die View sehen wir dann morgen früh. Oha, das sieht genauso aus wie die Hotelkarte, die wir gekriegt haben. Ja, hast recht, gell, diese zwei Bogen, ja. Ne? Oh, ein Apfel. Oha, wie lecker. Der ganze Weg nur für einen Apfel. Oha. Aber nicht, dass die Tür zu... Schau mal, die geht ganz nach hinten. Bist du? Nee, das ist eine Fliege. Mann, jetzt hab ich mich echt erschreckt. Das ist eine Fliege nur. Alter, das ist die größte Wanne, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Hier haben wir auch noch so eine Holzmuschel als Waschbecken. Oh, und die Dusche. Ah, okay, die Verwaltung der Dusche ist hier im Eingang. Ich habe hier noch so Schokolade entdeckt mit Gold. Die ist für dich, mein Schatz. Echt? Boah. Gut. Das ist ein Papier. Oh, lecker. Nächster Tag und bevor wir zum Stadion fahren, gönne ich mir noch eine schöne Spa-Session. In diesem Hotel ist es nämlich alles so private. Man reserviert einen Slot und dann hat man den ganzen Bereich für sich alleine. Bin ich echt gespannt. Oh mein Gott, das ist ja mal das krasseste Spa, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Oh, ist da noch eine Sauna? Ah, okay, so ein... Oha, es riecht voll interessant hier, so ein Ruhebereich. Dusche. Nochmal, was ist das? Ah ja, das ist zum Abkühlen, Freunde. Hier ist richtig kalt, so ein kleiner Eisraum. Und da dann noch eine Sauna. Wir lassen jetzt die Seele baumeln und dann geht's auf zur Arena. Oh. Oh, das auch hier oben ist einfach keine Menschenseele. Und da sind meine Kumpanen. Was geht ab, Habibis? Alles klar? Also das ist wirklich eine sehr besondere Anreise zu einem Stadion. Wir fahren hier wirklich mitten durch die Berge, aber das Baskenland hat hier echt eine tolle Natur. Aha, da haben wir die ersten Real Sociedad-Fans. Hilfe ist San Sebastian schön, Freunde. Ich habe es eben schon aus dem Auto gesehen und jetzt gehen wir spazieren Richtung Strand. Denn die Stadt liegt ja auch am Meer, ähnlich wie Barcelona. So schöne Gebäude und auch überall so kleine Berge. In Madrid gab es ja gar keine Palmen, hier sind aber wieder welche. Digga, das ist ja der schönste Hund, den ich jemals gesehen habe. Boah, Junge, krank. Gönnt euch mal, wie voll es hier ist. Aber es ist auch echt extrem schön. Real Madrid hat, by the way, gestern Abend gewonnen und das auch souverän. Falls Barcelona heute verlieren sollte, Freunde, hätten wir 5 Punkte Rückstand bereits nach 2 Spieltagen. Also das muss verhindert werden und ich hoffe, Barca fährt den ersten Sieg ein. Ah, da vorne sehe ich auch einen schon mit Barca-Trikot. Real Sociedad war eigentlich immer unser Angstgegner, aber in letzter Zeit lief es ganz gut. Die letzten 3 Auswärtsspiele haben wir allesamt gewonnen hier. Puedo preguntaros por la predicción para el partido de hoy, para YouTube. Sí, 2-0 a favor de la Real. 2-1, a favor de la Real. Okay, vale, mucha suerte, sí. Ciao, gracias. Ciao. Gracias. Ich sag 4-1 Barça, wir schießen heute richtig viele Tore. ¿Qué es tu predicción para el partido de hoy? Hoy 3-0. 3-0? Dios mío, bueno. Mucha suerte, sí. Ciao. Bei der Pizzeria hat hier diese Puppe auch ein Sociedad-Trikot an. Mir gefällt aber dieses Flair hier auch wieder mit diesen ganzen Gassen. Nice. Oh, das sieht ja richtig schön aus. Scheint irgendeine Kirche zu sein da vorne. Jawohl, da habe ich eine Gruppe entdeckt. Visca el Barça! Visca el Barça! Oh, wow, wow. Krass, hätte ich aber nicht gedacht, dass hier so viele Menschen sind. Das ist ja voll die riesige Stadt. Oh, ich finde, hier sieht sogar noch geiler aus. Oha, da surfen sogar Leute da hinten. Digga, was sind das für fette Wellen? Gefällt mir sehr gut, der Vibe hier. San Sebastian ist zu empfehlen. Jetzt steigen wir wieder ins Auto und fahren zum Anoeta Stadion. Vamos! Die kleinen Jungs zocken hier auch noch Fußball auf der Straße. So muss sein, Digga.
Endlich sind wir da. Deren Stadion hat so eine fette blaue Hülle außen. Das Stadion befindet sich auch mitten in der Stadt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Chaos war, hier einen Parkplatz zu finden. Heftig. 2 Stunden vor Anpfiff ist hier echt schon extrem viel los. Da haben wir nochmal die Frontansicht von der Arena. Real steht für königlich, das heißt königliche Arena. Alter, ich hab so Bock, Leute. Bitte 3 Punkte heute. Von welchem Basar hat denn der das Lewandowski-Trikot aufgestappt? Okay, vale, visca Barça. 2-1 para Barcelona. Ja? Oha, Digga! Ja? Was geht ab, Digga? Alles klar? Wie heißt du? Sam. Sam? Was machst du? Gehst du auch ein Spiel? Ja, ja. Geil, geil. Barca-Fan? Ja. Gut. Wir sind hier im Urlaub. Nice, geil. Oh, hier Barca-Fangesänge. Und er macht trotzdem mit. Ach Digga, ist das schön wieder, dass die Pflichtspiele losgegangen sind. Gleich werden die Tore geöffnet, dann können wir reingehen. Aber die Aufstellungen sind schon draußen. Es gibt eine Überraschung. Und zwar beginnt Ferran Torres statt Rafinha und der junge Balde statt dem Veteranen Jordi Alba. Das ist schon ein kleiner Seitenhieb von Xavi. Oder er gibt ihm eine Pause. Aber man muss sagen, Balde war sehr gut in der Preseason. Ich hab's auch im Urin. Nächsten Sommer wird Messi wieder zu Barca kommen. Ablösefrei mit weniger Gehalt nochmal ein letztes Jahr seine Karriere da ausklingen lassen. Jawohl, wir sind drin in der Arena. Über Aubameyang gibt's ja auch noch Gerüchte, dass er eventuell Barca Richtung Chelsea verlässt. Oh, der erster Blick ins Stadion. Ach, geil, Digga. Oh, nice. Irgendwo da unten sitzen wir, Freunde. Da sehe ich uns. Die Saison habe ich mir auch vorgenommen, dass ich auch viel mehr Auswärtsspiele gehe von Barca. Aber wir gehen auch aufs nächste Heimspiel gegen Man City in ein paar Tagen. Wir sitzen genau hier, Leute. Boah, perfekt. Wir sind genau auf Rasenhöhe von hier. Man spürt sogar ganz leicht von hier den Rasensprenkler. No, arriba, arriba, arriba. Stadionessen ist hier irgendwie ein bisschen mau. Es gibt nur solche kleinen Mini-Snacks, Freunde. Ich dachte, es gibt hier so belegte Brötchen mit spanischen Jamon, aber Fehlanzeige. Hoffentlich schmecken wenigstens die Chips. Ja, geht schon. Genau über mir ist der Auswärtsblock von Barca, nur dieser kleine Bereich. Oha, die Lichter gehen aus dem Stadion und flackern. Die Heimmannschaft kommt rein. Und jetzt Barca! Come on! Alter! Junge! Oder möchte jemand Pedri sein Trikot? Aber es sind auch echt hier viele Barca-Fans in den gegnerischen Reihen. Gavi, auch wieder eine Startelf, der 18-Jährige. Da sehen wir Balde, Christensen. Oh, Lever mit der Hacke. Oh, ja, schön das Gucken. Pedri auch direkt vor unserer Nase. Ich finde, von hier sieht man echt gut, wie viel Muskelmasse Usman dazu gewonnen hat. Der ist echt stabil geworden, ne, vom Körper her. Was geht denn jetzt ab? Da gehen überall blaue Lichter an. Oh mein Gott. Digga, das sieht ja auch nochmal sick aus. Wir haben aber auch schon eine krasse Fankurve da hinterm Tor. Auf geht's, pass auf. Pedri leitet das Spiel ein. Auf geht's. Silber mit der Hacke. Nein, kein Elfer, steh auf! Geil, Leute, ich kann es hier trotzdem richtig schreien. Es sind so viele Barca-Fans neben mir. Beide los vor! Oh mein Gott! Lewandowski! 1-0! Jawohl! Das gibt's nicht! Ja! Erste Minute, Europa hat es! Ja! Was ein Start! Let's go, Digga! Ja, haben wir. Schön, Robert. Gute Körper reingestellt. Super. Ah, De Jong, Ballverlust. Unnötig, Digga. Die Stimmung ist geisteskrank. Guck zusammen.
Robert. Digga, De Jong ist so verunsichert, Hilfe. Der muss sich jetzt echt raffen, aber er tut mir wirklich gerade sehr leid. Schön, Ferran. Hey, Junge, Schiri! Das ganze Stadion sinkt einfach. Richtig schön, ne, wie sich das noch anhört. Die Scheiße weg jetzt. Hey, kein Foul! Komm, Petri! Dale, Petri! Schöner Antritt! Oh, ist der schnell, Mann. Das sieht man manchmal gar nicht im Fernsehen. Oh, nee. Geile Annahme. Oh, mein Gott. Oh, was war das für eine Körpertäuschung davor von Pedri? Schön geklärt. Man erkennt deutlich, dass Sociedad probiert, sehr schnell zu kontern. Heftiger Seitenwechsel. Ah, Robert. Hoffentlich nicht verletzt. Wird heftig ausgepfiffen, aber scheint alles gut zu sein. Dembele zieht. Ja, guter Pass in die Mitte. Oh, ganz knapp links vorbei. Oh, Pedri hat seinen Schuh verloren beim Zweikampf. Zack, schnell wieder rein. Mann, dieser Isak ist so gut auch. Ter Stegen hält. Unsere Abwehrschwäche noch etwas. Wir kriegen zwar hoffentlich jetzt noch in den nächsten Tagen Kunde registriert, aber trotzdem, Verbesserungspotenzial ist da. Silva ist immer noch viel zu gut für sein Alter. Digga. Schau mal, was er macht. Boah, gute Idee, aber trotzdem. Hey, 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 was? Ich liebe dich! Also ganz ehrlich, ich nehme es 1-1 mit in die Kabine. Kein Foul? Da war doch gar kein Ball dabei. Ecke oder was nur? Pedri wieder auf außen, auf De Jong. Robert! Nein! Oh. Es ist Halbzeit, sehr, sehr schweres Auswärtsspiel und Barca kommt einfach nicht so richtig in Fahrt. Die Kugel rollt wieder, zweite Halbzeit begonnen. Dembele jetzt genau vor unserer Nase. Komm, muss man. Oh, okay. Komm, wir kommen jetzt auf Linie. Ja, schön. Usman zieht in die Mitte. Gute Antäuschung. Ja, Fenaschi. Fenaschi alle, Digga. Abseits. Oh mein Gott. Danke, Schiedsrichter. Ist das laut hier? Ja. VAR greift mich ein, Freunde, hört ihr das? Zuschauer sind gar nicht begeistert. Riesenglück für Barca. Oh mein Gott, Riesenfehler! Gavi! Das ist doch nicht normal. Oh, da kriegen wir schon so ein Geschenk und dann geht er trotzdem nicht rein. Oh. Marc, ich liebe dich! Jetzt auf Dembele außen. Ja, Digga, komm. Immer noch heiße Kugel, komm. Gute Ballbesitzphase jetzt von Barca. Komm, 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 komm. Gavi! Rafinha ist jetzt in der Partie. Der wird jetzt safe für Furore sorgen. Oh, sehr gut weitergeleitet. Oh, Lewandowski, nächster Abschluss. Sehr gut, das Kopfballduell gewonnen von Frankie. Komm. Anzug, Anzug, mit der Hacke auf Dembele. Ja! 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 So, Dembele! Es ist stark im Abschluss. Ob es verdient ist, es sei mal so dahingestellt. Aber es steht 2-1 für Football Club Barcelona. Weiter, jetzt nicht nachlassen. Komm, noch das dritte nachlegen. Anzug auf Rafinha. Hat wieder die Seiten getauscht mit Dembele. Oh, geiler Flick. Ja! Lewandowski Doppelpack! Ja, Digga! Ja! Let's go! Jawohl! Robert! Ja! 3-1! Ja!
Doppelpack! Ich wusste es, er wird heute gut spielen. Oh mein Gott! Hilfe! Was war das denn bitte für ein Hackenassist von Robert? Ich weiß nicht, ob das absichtlich war. Wenn ja, dann war es genial. Anzu mit dem vierten Tor, Leute. Barca! Yee! Let's go! Barca! Man merkt richtig, wie viel Selbstbewusstsein gerade die Spieler tanken durch die Tore. Davor wirkte alles so verkrampft und man merkt einfach auch, dass die Mannschaft so viel Druck auf den Kessel hat nach diesen ganzen Transfers. Das Spiel ist aus, Leute. Alle Spieler gehen nochmal Richtung Barca-Fans. Diesen Tag wird Robert niemals vergessen. Die ersten Tore für Barca. Und Marc, von dir will ich sowieso ein Kind nach diesem Video. Ich hoffe, euch hat der Stadionblog gefallen. Lasst ein kostenloses Abo da. Mein 4-1-Tipp ist tatsächlich eingetreten. Wie geil war es, Saif? Buenas noches!